Was? Von welchen Geistern? Da geht's runter! Tödlich verletzt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76 und täglich grüßt Appalachia. Da sind jetzt auf einmal Supermutanten. Wir standen das letzte Mal in der letzten Folge schon hier und mitten in der letzten Folge standen wir auch schon mal hier. Denn aktuell scheint die Server nicht besonders stabil zu laufen. Auf was hat er denn geschossen? Oh. Ja nun, da machen wir mal mit. Obwohl ich eigentlich jetzt nicht nochmal darunter will zu dem Ding. Andererseits ist es Loot. Aber wir gucken uns jetzt erstmal hier oben kurz um. Vielleicht gehe ich gleich runter. Denn eigentlich wollten wir ja nur zu, ja, Riverside Manor. Aber das funktioniert ja aktuell momentan irgendwie nicht so. Aktuell momentan. Doppelt gemoppelt hält besser. Sacrifice Grundsatz Nummer 15. Also, wirklich, genau in dem Moment das Köpfchen wegstrecken ist nicht in Ordnung. Der zuppelt auch schon wieder so vor sich hin. Also die Server heute... Ja, man merkt, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, absolut wurde hier performance-technisch was verbessert. Schädel ohne Schädeldecke, das ist ganz wichtig. Hier hätten wir einfach alles... die Luft sprengen können wahrscheinlich. Wir sind eh schon überladen, deswegen ist es vollkommen egal. Ob wir noch mehr mitnehmen. Weglaufen können wir nicht. Na, da hat es einer aber auf Toilette knallen lassen. Eieiei. Fleisch und Bohnen. Nehmen wir mit. Ja, wir könnten da unten jetzt... das Ding noch plündern. Aber ich will jetzt hier rübergehen. Splittergranate. Okay, er hat uns gesehen. Werden wir uns mal kurz um den kümmern. Um den da auch. Und dann lesen wir das, was da steht. Okay. Verflucht. Mit diesem Wachdienst habe ich echt die Arschkarte gezogen. Dieser Ort ist mir total unheimlich. Klar, ist fast das ganze Wasser weg, aber das ändert nichts daran, dass wir vor nicht allzu langer Zeit die gesamte Stadt überschwemmt haben. Cynthia hat immer gesagt, dass jeder Mord einen Geist hervorbringt, der dich verfolgt. Ein paar Geister oder auch ein Dutzend? Meinetwegen, aber so viele? Das ist einfach nicht richtig. Was? Von welchen Geistern? Da geht's runter! Tödlich verletzt. Was meint ihr? Ist jemand hier? Vielleicht können wir um Hilfe rufen. Wunderschön. Hervorragend. Natürlich muss das uns wieder passieren. Ja, Sacrifice. Da war ein Loch in der Brücke. Ja, vielen Dank, Community. Das habe ich auch gesehen. Ach nein. Jetzt sind wir... Naja gut, unseren ganzen Schrott sind wir jetzt los. Dann spawnen wir mal neu. Ich weiß gar nicht, ob wir an unserer Leiche wieder spawnen können. Oder hier in der... Ja, okay, wir können hier wieder spawnen, wo wir gestorben sind. Grob. Oh Mann! Ja, ich wollte ja extra noch... Ich wollte ja extra noch springen. So. Da gehen wir nicht nochmal hoch. Wobei, wir müssen da, glaube ich, hoch, oder? Wieder rüberrollen. Warum sind wir denn immer noch überladen? Ich dachte, beim Sterben verliert man seinen Schrott. Oder sind wir, haben wir so viel andere Sachen an sich schon dabei, dass wir, dass das allein schon reicht? Ja, ja, ich weiß, da ist irgendwo jemand. Oh. Sollte sich die hier nicht eigentlich... Sollte die nicht ausgelöst werden, wenn wir hier durchgehen? Ach, hier ist nichts mehr. Okay. Heute funktioniert alles einwandfrei. Die bösen Männer. Selbst nachdem die Bomben gefallen waren, ist Charleston standhaft geblieben. Meine Nachbarn, meine Freunde, alle haben zusammengehalten. Und sie haben wieder etwas aufgebaut.
Ja, etwas Furchtbares ist geschehen, aber durch sie konnte ich das Gute in der Welt sehen. Doch das haben nun die Fluten fortgespült. Ertränkt. Der Wahnsinn der wenigen hat die Hoffnung der vielen zunichte gemacht. R. Ja, Geduld. Ich möchte gerne meinen Loot wieder haben. Der hier sogar extra markiert ist. Nein, 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 nein. Ich möchte... Boah, das ist aber auch eine Plörre hier. Ah, was meint er? So. Eigentlich möchte ich gerne alles nehmen. Ich möchte wirklich alles nehmen. Wie schwer sind wir? 230. Das heißt, wir sind wieder... Ach so, haben wir... Warum? Hä? Ich bin verwirrt. 318 von 175. Okay, warum haben wir so viel Kram bei uns? Wie kommen wir da hoch? Geht das wirklich nur über die Brücke oder können wir da hinten auch irgendwie hoch? Sieht nicht so aus. Oh. Das Ding lebt auch wieder. Okay, es hat uns schon gesehen. Und möchte uns wieder bewerfen. Weil man das so macht. Offensichtlich hier in Grafton. Ich weiß nicht, wie es im... Aua, Nahkampf ist. Eigentlich wollte ich gerade sagen, ich will es auch nicht unbedingt herausfinden. Wir stellen uns einfach mal hier oben hin. Kann es uns nur in Anführungsstrichen bewerfen, glaube ich. Oder kommt es hier hoch? Nein. Nein! Irgendjemand schießt, glaube ich, gerade auch drauf. Boah, die Einschusslöcher. Nehmen wir alles mit. Jetzt sind ich schon überladen. Das ist schon vollkommen egal. Okay, wie kommen wir da jetzt am besten hoch? Da vorne über den Weg wahrscheinlich wieder. Und dann doch über die Brücke. Ach ja. So, wir könnten eigentlich mal ein... Blutpaket. Wir könnten ein bisschen was trinken. Hilfsmittel. Aufbereitetes Wasser. Und ein bisschen Tee. Und, das gibt uns TP wieder. Wir essen nochmal schön lecker. Hundefutter. Das gute Schappi aus der Dose. Hashtag keine Werbung für Schappi. Nein, ich wurde nicht davon bezahlt. Ich wurde nicht dafür bezahlt, dass ich hier Werbung für Hundefutter mache. Das wäre auch ein bisschen seltsam. Wenn die mich anfragen würden, hey, willst du Werbung machen für Hundefutter? Ich weiß, du hast Katzen, aber hey. Vielleicht mögen die Katzen ja auch Schappi. Ich glaube, na, wobei meine Katzen wahrscheinlich weniger tatsächlich. Die sind sehr wählerisch. Aber es gibt bestimmt auch Katzen, die Hundefutter fressen. Ich habe auch schon gehört, dass es Katzen gibt, die den, wenn man Katzen und Hunde gleichzeitig hat, die dann den Hunden das Futter wegfressen. Du leidest an Fäule. Na, hervorragend. Nur damit die nichts davon haben. Bösartige Katzenviecher. So, wir haben doch bestimmt halt eine Krankheit. So. Du hast dich von Fäule erholt. Gut, jetzt sind wir nur noch überladen. Das macht uns doch glücklich. Ja, ich wollte vorhin, glaube ich, sprinten. Das war das Problem. Und wir können ja nicht sprinten, weil wir ja überladen sind. Minimal. Den Kill nehmen wir aber noch mit. Wenn er nicht wegläuft. Da ist keiner. Okay. Gut. Und täglich grüßt Wade Airport. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gelesen. Wenn jetzt da vorne gleich wieder die Verbindung abbricht oder so. Oder wir sterben. Oder irgendwas anderes passiert. Dann flippe ich aus. Dann gebe ich es heute auf bei der Aufnahme. Wie gesagt, ich habe gerade noch mal ein relativ gutes Zeitfenster noch mal für Aufnahmen. Und, Ruckel. Und die wollte ich jetzt eigentlich... Da oben ist noch ein Bunker oder sowas. Die wollte ich jetzt ganz gerne eben für Fallout nutzen. Damit ich ein bisschen Puffer anlegen kann. Also wieder, wie gesagt, nicht wundern bei mir. Fallout versuche ich immer einen relativ guten Puffer zu haben. Das mache ich immer mit einem Projekt, das sozusagen durchgehend bei mir läuft. Und Fallout wird ja wahrscheinlich noch relativ lange laufen. Zumindest scheint das ja auch relativ gut bei euch anzukommen und es scheint euch ja auch zu gefallen. Deswegen werden wir das auch noch ein bisschen spielen. Solange es uns allen Spaß macht, sozusagen. Einmal hier drüber. Hallo! Und der täuscht wieder nur.
Okay, die Verbrannten fliegen also immer noch, wie schon in der letzten Aufnahmesession. Radio machen wir aus. Was steht da? Das Kraftwerk. Das Wasserkraftwerk hat einen Großteil von Charles mit Strom versorgt. Das fand ich für eine Kohleregion immer... Kohleregion. Kohleregion. Immer irgendwie ironisch. Wir standen so kurz davor, es wieder zum Laufen zu bringen, als alles geschah. Irre. Das ist nicht die feine Art. Ich wollte doch einfach nur eine Notiz lesen. Mann, man kann doch mit uns reden. Spüllappen. Bauplan Doppelregal. Gummibonbons. Okay, das Doppelregal. Doppel. Doppelregal nehmen wir auf jeden Fall mit. Notizen. Bauplan Doppelregal. Das kannten wir auch noch nicht. Was haben wir hier? Ein Werkzeugkoffer. Okay, hier ist aber auch keine Werkbank oder sowas. Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, dass es irgendwie so eine Art Bunker ist und wir dann vielleicht an eine Werkbank oder so kommen. Hinten dran steht auch keine Werkbank. Na gut. Dann gehen wir jetzt darüber. Und das da vorne ist das Anwesen. Schlosserhammer. Nehmen wir auch mal mit. Dann gehen wir eben nicht über die verdammte Brücke da hinten. Wobei das auch zu dem Anwesen führt, glaube ich, hier mit der Straße. Egal. So. Mit den ganzen Schiffen und alles. Oder geht's da vorne gar nicht hoch? Und es sah gerade nur so aus. Lauter alte Gebäude. Ja, wir versuchen es mal. Doch, da vorne, glaube ich, geht's hoch. Ja, sogar so ein Schießturm. Ein Schießturm, ein Aussichtsturm. Ein Schießturm. Und warum hat der hier Sendemasten obendrauf? Womit wollte der denn kommunizieren? Sogar mit Geschützturm. Ein Techniker, eindeutig. Oh, was für ein tristes Wetter. Aber es passt irgendwie zur Apokalypse. Ist das eine Puppe? Das da vorne ist aber ein Verbrannter. Aber das da ist eine Puppe. Eine Puppe auf einem Boot. Mit einer weiblichen Puppe. Ja, ich weiß, wir gehen eigentlich gerade voll in die... Da liegt irgendein Kadaver. Voll in die falsche Richtung. Naja gut, wenn die jetzt erstmal auf die Kuhle schießen, dann lesen wir erstmal. Zweite Notiz des Dienstboten. Hier habe ich um Cindys Hand angehalten. Der Nachthimmel war kristallklar und das Wasser war still. Sie sagte ja. Oh, Jeff. Gab es da nicht mal diese Werbung mit... Auf Wiedersehen, Jeff. Mein Name ist Mark. Oder hat sie Mark gesagt? Und er sagt dann, mein Name ist Jeff. Ich weiß es nicht mehr. Die Werbung ist, glaube ich, uralt. So, wir werden da jetzt auf jeden Fall gleich mal hingehen und looten. Ich frage mich gerade, warum liegt das Zeug hier so offen auf der Straße? Freiwillige Responder. Freiwillige vor. Überleben und nach vorne blicken. Das kennen wir schon. Nehmen wir alles mit. Okay, aber haben die sich jetzt alle gegenseitig getötet? Oder haben die Verbrannten die jetzt erschossen und die Verbrannten sind abgehauen? Wo sind die denn jetzt alle hin? Hier waren doch gerade noch... waren doch gerade noch Leute. Also mehr oder weniger. Okay, das Bier können wir auch noch mitnehmen. Ja, was ich jetzt auch gelesen habe, warum die Händler einfach manchmal keine Kronkorken haben, das liegt daran, dass sich manche Händler... Oder, ja, so viele Händler in Gruppen eingeteilt sind. Ich denke mal, damit ist irgendwie gemeint, dass zum Beispiel die Händler in dem Gebiet, die Händler in dem Gebiet, die Händler in dem Gebiet und so weiter in Grüppchen eingeteilt sind. Und die teilen sich einen Kronkorkenvorrat. Nicht alle, wurde mir auch extra nochmal gesagt, nicht alle. Aber ich muss trotzdem an der Stelle sagen, und das habe ich auch schon im Kommentar geschrieben,
Bethesda, Bethesda. Also in einem Online-Rollenspiel Händler, die sich einen Kronkorkenvorrat teilen. In einem Online-Rollenspiel mit mehreren Spielern. Das finde ich nicht so gut. Vor allem ist es ja auch schon so, dass die sowieso schon nicht so wirklich viel Geld haben. Okay, wir gehen erst nach rechts. Dass die Händler in Fallout sowieso grundsätzlich immer schon nicht wirklich viel Geld hatten. Ich hatte das damals immer gemoddet. Ja, gut, da bin ich auch ein bisschen verwöhnt und so weiter. Aber dass die Händler sich das Gold dann auch noch oder die Kronkorken dann auch noch teilen, das finde ich wirklich ein bisschen traurig. Also das, da muss ich sagen, das hätte Bethesda definitiv besser machen können. Was ist das denn für ein Geräusch? Das hört sich an wie ein Hühnchen. Irgendwas hat sich da gerade bewegt. Ach, wie traurig. Schön, wie Alice im Wunderland an den Baum gelehnt. Gut, Alice im Wunderland hatte kein Baby, aber... Das ist ein Huhn. Okay, ja, also die Tiere hier... die Tiere hier sehen nicht besonders hübsch aus, so. Federlos, verstrahlt, mutiert. So, da oben irgendwo. Wir nehmen mal besser wieder die Waffe in die Hand. Man weiß ja nie. Er war einfach nur Gestrüpp. Das ist jetzt das Anwesen. Und was sollen wir da nochmal machen? Informiere dich über die Geschichte von Riverside Manor. Oh je. Da spukt es bestimmt drin. Das erinnert mich immer an... Wenn ich von Fallout und Spuk rede, das erinnert mich immer an eine ganz bestimmte... Quest in Fallout 4. Und zwar ging es da um das Museum der Hexerei. Und ja, ich möchte nicht zu viel verraten, aber da ging es auch nicht mit rechten Dingen zu. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr gruselig, sehr gut gemacht. Und ihr wisst es ja, ich bin ja jemand, der... ja, ich bin ein Schisser. Ich habe sehr schnell Angst. Vor allem, wenn dann die Stimmung und so weiter passt. Und die passt da wirklich sehr gut. Aber das Anwesen hier ist auch sehr gruselig. Das ist ein bisschen wie in einem Horrorfilm. Vor allem mit den Löwen davor. Richtig schön wie das Geisterschloss. Na? Ruhig halten, dann treffe ich dich auch. Na, wollen wir links rein und dann... Oder wollen wir durch den Haupteingang rein? Wir gehen einfach... Kacken dreist. Gehen wir einfach durch den Haupteingang. Hier ist ja auch leider keine Werkbank irgendwo, oder? Vielleicht gucken wir erstmal außen rum. Wenn man den Garten eines Menschen gesehen hat, dann kann man auch ein bisschen was über den Charakter des Menschen sagen. Er hat schon mal Ratten hier. Tollwütige Maulwurfsratten. Das sagt alles. Nein, natürlich nicht. Maulwurfsratten sind ja hier sehr gut vertreten. Tollwütige Maulwurfsratte. Da vorne ist noch irgendwo eine. Da im Gras. Nicht mehr im Gras. Aber da vorne ist... glaube ich auch noch eine. Und okay, hier ist der Hintereingang, aber hier werden wir gar nicht reingelotst. Und da brennt es. Sehr schön. Steht ein Schubkarren, zumindest nicht mit Leichenteilen drin, sondern wirklich einfach nur mit Gartenkram, Dünger. Einer einzigen Garage, aber einem riesigen Parkplatz. Oh, warum ist denn hier offen? Ich dachte, hier wäre alles zu. Oder ist das auch wieder ohne Ladebildschirm? Ist das ein Haus ohne Ladebildschirm? Wir machen mal Licht an. Industrieller Ölkanister. Ah nein, hier ist wahrscheinlich der Ladebildschirm. Hier ist einfach nur die Werkstatt. Lose Schrauben. Stellbarer Schraubenschlüssel. Habe ich auch irgendwo gelesen, dass das wichtig ist. Aber wir gehen vorne durch den Haupteingang. Oh wow, eine fette Limousine.
Nicht schlecht. Die haben es sich auf jeden Fall gut gehen lassen hier. Schön mit Teich. Im extra kleinen Boot. Ja, Schatz, ich bin da mal draußen und schipper ein bisschen in unserem Teich umher. Ja, ich bin da mal in unserem Kino. Immer diese Reichen. Okay, gut. Apropos, immer diese Reichen, die werden wir hoffentlich nicht kennenlernen. Ich hoffe, dass das Haus unbewohnt ist und dass es nicht das ist, wo der eine vorhin meinte, dass es spukt. Aber das werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge dann im wahrscheinlich Geisterschlosshaus wiedersehen würden. Bis dahin, ciao. Yeah.